Wir haben hier alles ziemlich gut gesichert. Nein, der ist es nicht. Nope. Das ist er. Noodles Daten sind jetzt DadSex Daten. Ich bin raus, aber Horatio sitzt in der Klemme. Kann einer von euch einem Bruder helfen? Wir haben Zugriff auf jeden Arbeitsplatz bei Noodle, einschließlich Horatios und den von Brody. Moment, hab gleich alles soweit. Gut, dann lass mal sehen. Okay, erledigt. Mal sehen, wie es Horatio geht. Ich bedauere, dass Sie nicht mit uns kooperieren möchten. Ich rate Ihnen dringend dazu, sich rechtlichen Beistand zu suchen. Ja? Sie haben die Tastenanschläge? Ich verstehe. Vielen Dank. Mr. Carlin, ich muss mich entschuldigen. Offenbar haben wir einen großen Fehler gemacht. Ich... So eine Überraschung. Ich bitte um Verzeihung. Sie können natürlich gehen. Ich bin nur froh, dass sich das geklärt hat. Wow, das ist ein Irrtum. Ich meine, er... Mr. Goodale, nehmen Sie Platz. So, ich glaube, okay. Ich glaube nicht, dass... Hinsetzen! Horatio, das war heftig. Alles gut? Mir geht's besser als gut. Wo bist du gerade? Wir treffen uns vor dem Nudelbus. Hey, ich bin in einem riesen Kühlraum. Irgendeine Idee, wie ich hier rauskomme? Ja, kein Problem, Mann. Im hinteren Teil ist ein Entwässerungsrohr, durch das du einen äußeren Zugang erreichst. Cool, danke. Whoa!
Du hast Horatios Tastenanschläge durch Goodales ersetzt? Niemand schikaniert unseren Horatio und kommt damit davon. Echt heimtückisch, Citara. Ich nehme das als Kompliment. Jo, wie läuft der Transfer? Echt top, Marcus, top! Bloom zapft definitiv die Leitung von Noodle an. Die haben Noodle sogar Teilzugriff auf ihre Inhalte gewährt. Ich bin ja auch für Frieden und Kumbaya, aber der Shit hier trägt eindeutig Dushans Handschrift. Wenn Bloom und Noodle auf die Art kooperieren, das ist ein Riesenfund. Aber es macht mir echt Angst. Ach, kommt schon, so schlimm ist Noodle nicht. Hey, viel Spaß mit dem Dump. Aber heb mir ein Bier auf, okay, Ranch? Ich muss jetzt erstmal codieren. Hey, danke, Mann. Ich weiß das alles wirklich zu schätzen. Klar. Aber kannst du dich jetzt mal verziehen? Du machst die Leute nervös. Was? Hey, hast du den Orangeapfel probiert? Lecker, oder? Du siehst aus wie jemand mit vielen wertvollen Informationen. Gut. Sag mir alles, was du über DedSec weißt. Ha. Die Polizei ist zunehmend besorgt wegen der Gewalttaten der Straßengang Tesca. Diese stand mit mehreren Morden in East Bay in Verbindung, die laut Experten selbst für Gangs von extremer Brutalität gekennzeichnet waren. Der Polizeichef warnte, dass CityOS und das SFPD das organisierte Verbrechen mit allen legalen Mitteln gnadenlos bekämpfen werden.